Ja, ganz herzlich willkommen, Herr Rübenstrunk. Danke. Schön, dass Sie da sind. Ihre Geschichte beginnt ja mit einem Paar, das sich nachts in den Pyrenäen zu einer Kapelle schleicht. Was haben die beiden dort vor? Die beiden suchen eines dieser legendären vergessenen Bücher und wollen das den Dorfbewohnern stehlen. Das darf man eigentlich jetzt gar nicht so am Anfang verraten, weil es wird erst am Ende des Buches aufgeklärt. Aber es ist eine wichtige Vorgeschichte für die Geschichte, die dann anschließend in dem Buch beschrieben wird. Das Buch, um das es geht, von dem heißt es ja, dass es den Lauf der Weltgeschichte verändern kann. Welche Kräfte stecken genau in diesem Buch? Wenn ich das so genau wüsste, würde ich Ihnen das ja erzählen. Also es gibt erstmal so, es gibt 13 vergessene Bücher und jedes von denen hat eine andere Kraft. Wobei das Entscheidende ist, nicht die Bücher haben die Kraft, sondern die Menschen, die mit diesen Büchern umgehen, können damit bestimmte Dinge machen, mit der Kraft, die in diesen Büchern steckt. Also das Buch an sich, so wie es steht, ist eigentlich völlig ohne jegliche Macht. Es hat immer was mit den Menschen zu tun. Und worum es dabei letztendlich geht, das wird auch erst im letzten Band der Trilogie aufgeklärt. Also der erste Band begnügt sich mit Andeutungen. Und das finde ich auch sehr spannend, weil ich glaube, man muss nicht alles erklären. Und ein bisschen kann auch der Fantasie des Lesers überlassen bleiben, was mit diesem Buch der Antworten, das hier gesucht wird in dem Arthur und die vergessenen Bücher, was man damit alles anstellen kann. Es wird ein bisschen angedeutet, aber der Rest ist erstmal der Fantasie des Lesers überlassen. Welche Rolle spielen denn die Städte in Ihrem Buch? Ja, das finde ich gut, diese Frage, dass Sie die stellen, weil es ist eigentlich weniger ein Buch über Bücher. Die vergessenen Bücher spielen schon eine Rolle insofern, weil die natürlich die ganze Handlung auslösen. Aber eigentlich ist Arthur ein Buch über große historische Städte und ihre Geheimnisse. Und das hat mich eigentlich sehr gereizt, Amsterdam und Bologna jetzt im ersten Band zu beschreiben. Im zweiten Band geht es um Cordoba, Cadiz und Dubrovnik. Und in diesen Städten, die haben eine sehr reichhaltige Geschichte, gibt es auch ganz viele Winkel, die so in Reiseführern nicht beschrieben werden, die man aber entdecken kann. Und für mich ist es eigentlich so, dass die Bücher eher die Geschichte dieser Städte mit aufgreifen. Und jede Stadt steht auch für was anderes. Also Cordoba steht zum Beispiel für Multikulturalität, zwischen Amsterdam steht für Handel und Geschäftsleben, Bologna steht für Wissenschaft, die Stadt mit der ersten Universität in Europa. Und das sind alles Dinge, die auch in dem Buch eine Rolle spielen. Ja, der eigentliche Held ist ja der kleine Arthur, der von sich selbst sagt, er sei gar kein Held. Mhm. Wer ist dieser Junge? Arthur ist ein ganz normaler 14-jähriger Junge, der hat ein kleines Problem. Das ist einmal ein Problem mit seinen Eltern, die sich nicht genügend um ihn kümmern. Er ist sehr selbstständig, schon relativ früh. Er zockt Playstation, er hört gern Linkin Park oder andere Musik. Aber er liest halt auch gerne und sehr viel. Und das ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Und er stolpert in diese Geschichte eigentlich rein und muss sich während des ganzen Buches mit seinen eigenen Ängsten auseinandersetzen. Also er ist nicht der mutige Held, der jetzt hingeht und sagt, kommt her, ihr Bösen, ich schlag euch alle in Stücke, sondern er gibt seine Angst auch zu. Und gerade weil er mit jemand anderem, einem Mädchen unterwegs ist, wird das natürlich besonders deutlich, dass er sich dann auch offenbar als Versager fühlt und anderes mehr. Aber immer wieder seine Ängste überwindet und dann einen Schritt nach vorne macht. Wie kann man sich denn die Welt der vergessenen Bücher vorstellen? Die Welt der vergessenen Bücher ist erstmal eine Welt voller Rätsel. Das heißt, genau beschrieben wird sie erst im dritten Band, weil das ist ja die Auflösung der ganzen Geschichte. Da reisen unsere beiden Helden auch tatsächlich in den Ursprungsort der vergessenen Bücher. Das liegt irgendwo in der arabischen Wüste. Ich knüpfe da auch ganz bewusst an bestimmte Traditionen, zum Beispiel von H.P. Lovecraft, der seinen eigenen Mythos geschaffen hat, der ja auch seinen Ursprung hat in der arabischen Wüste. Das fand ich auch ganz spannend, das neu zu übersetzen vielleicht für Kinder und Jugendliche, die davon gar nichts kennen. Und deswegen möchte ich so viel darüber noch gar nicht verraten. Es hat nicht nur mit Büchern, wie gesagt, zu tun, sondern es gibt die unmöglichsten Orte, an denen man diese vergessenen Bücher finden kann. Und es ist ein uralter Mythos, der sehr gefährlich werden kann. Mit welchen Gegnern legt sich Arthur denn an? Können Sie uns da ein bisschen was verraten? Wer hilft ihm? Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei große Parteien. Das eine sind die Bewahrer, das andere sind die Sucher. Die Bewahrer, das sind diejenigen, die seit dem Auftauchen der vergessenen Bücher in Europa, und das war um das Jahr 1000 herum, unter der Zeit der Mauren in Spanien, die diese Bücher mitgebracht haben. Das wird also im zweiten Band dann näher beschrieben. Gibt es die Bewahrer, die halt eben diese Bücher beschützen, damit sie nicht in die falschen Hände fallen. Und ihre Gegner, die sogenannten Sucher, versuchen diese Bücher natürlich auch aufzuspüren, um sie für ihre ganz persönlichen Zwecke der Machterlangung zu nutzen. Und diese beiden Fraktionen kämpfen gegeneinander und die Helfer von Arthur und Larissa, seiner Begleiterin,
Da sind dann auch Figuren, bei denen man nicht genau weiß, wo kommen die her. Das heißt, die wirken immer ein bisschen altertümlich, haben was mit den jeweiligen Orten zu tun. Aber es wird nie genau erklärt, sind das lebende Wesen, tatsächlich Menschen wie du und ich, oder irgendwelche Botschafter aus der Vergangenheit. Also das ist auch noch ein Rätsel, das dann auch im dritten Band aufgelöst wird. Wie sieht es mit dem Ende aus? Können Sie uns da doch ein klein bisschen was schon verraten? Es wird spannend. Nein, es ist eine Steigerung drin. Im ersten Buch sind Arthur und Larissa, also Larissa ist seine Begleiterin ja in dem Fall, und das haben wir vielleicht noch nicht angesprochen, noch ein Wort dazu vielleicht ganz kurz. Larissa ist ja genau das Gegenstück von Arthur. Sie ist zupackend, sie ist technisch interessiert, sie bastelt, macht viele Dinge. Im ersten Band sind sie 14 Jahre, im zweiten sind sie 15 Jahre, der spielt ein Jahr später. Da zieht die Action auch schon ein bisschen mehr an, da gibt es ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr gefährlichere Gegner auch. In dem letzten Band, wenn sie 16 sind, dann geht es natürlich noch stärker zur Sache. Und der Fantasy-Anteil wird auch größer, der eigentlich im ersten Band ja relativ gering ist. Aber der steigert sich auch von Band zu Band. Wie es denn zu Ende geht, ich wäre blöd, wenn ich das verraten würde, dann kauft ja keiner mehr die Bücher. Das muss dann der Leser schon selber rausfinden. Ganz vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.